Ich habe irgendwie mehr Eis erwartet. Als Termina. Das ist doch Termina, oder? Ich sehe überall die Eulen. Das Masterschwert. Ich gucke mich nur gerade um, ob ich irgendwo so ein Dings sehe. Aber nein. Oh, fuck. Klar, Max. Okay, ich hab ein Problem mit der Zeit. Bereit? Ich hab kein Problem mit der Zeit. Gab's dazu eigentlich mal einen Text? Ich glaube schon. Oder bringe ich das nur durcheinander mit dem, was Tobaskus gemacht hat? Höre auf die Weisheit der Eulen. Sie soll dich auf deinem Wege leiten. Klar doch! Ich gehe mal da lang, wo keine ist. Nabari wäre irgendwie cooler gekommen, aber egal. Kritische Gegnertreffer fallen manchmal super stark aus. Ausdauer-Smash, okay. Ich sehe schon, das hier ist ein Sparring-Ring. Kann das sein? Nein, 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 nein. Ach, was soll's. Moth. Oder auch Nabal. Du legst dich nicht mit mir an, Freundchen. Tatsache. Bleib einfach da. Ich sagte, bleib da. Das war ein super Treffer, kann das sein? Nämlich ganz schön krass viel abgezogen. Du weißt genau, wie du dich austricksen kannst, Pisser, du. Na komm. Kommst du mit dem Messer zum Schwertkampf oder was? Ich mit meinen Absätzen. Und meinen Zähnen. Dafür aber ohne Ausschnitt. So viele Scherenwitze. Unerträglich. Und er hat einen Schnitter dabei. Sag, einen Ausschnitt hat er dabei gehabt. So, gut. Ich gehe mal davon aus, der Rest sind jetzt auch Ausdauer-K.O.-Dinger. Dann sollte ich vielleicht einfach Ganon nehmen und alle wegrammen. Den Weg zum Mut weist dir ein Mädchen, welches ihre Freude hat. Ach, verstehe. Ich muss hier die ganzen Triforce-Teile zusammensammeln. Oh, eigentlich will ich das zum Schluss machen. Kitty und Katja. Nebelalarm erschwert die Sicht auf die ganzen Stage. Ein geheim super mega krasses K.O.-Ding? Nein? Ich könnte einfach den hier nehmen und sagen, das ist die Verheerung, aber das wäre falsch. Gib mir mal einen coolen Nebelschutz. Ich weiß, ich habe einen coolen Nebelschutz. Wo ist denn der coole Nebelschutz? Wo ist denn der Nebel? Da ist der Nebel. Ja, hier Eule. Ha. Passt viel besser zum aktuellen Geschehen. So, wen nehmen wir denn einzeln mit? Was machst du denn? Helferschreck. Finde ich gut. Machen wir sie fertig.
zwei Isabels. Die heißt Melinda. Oh Gott, kennt ihr überhaupt irgendwer noch die Muppet-Weihnachtsgeschichte? Was ist doch wurscht. Tut mir gerade ein bisschen leid, ihr beiden. Beziehungsweise die eine, die übrig geblieben ist. Nein, ich werde mich deswegen nicht verschonen, denn ich habe eine Aufgabe. Das Triforce zusammenfügen und Colin übermächtig machen. Als wenn das was bringen würde hier. Wäre aber cool, wenn ich denn so, weißt du, den Triforce-Geist mit den vier Sternen erhalte. Gibt's sowas überhaupt? Ich glaube nicht. Ost, Süd, dann Süden erneut. Schreite den Pfad, der kein Auge erblickt. Ost, Süd, dann Süden erneut. Okay. Hier fühlt noch einer nach oben. Ich mag das Haus. Macht Spaß? Nein. Fortsetzen. Da bist du mal einmal überheblich und dann das. Also ich dachte mir so, okay, das Laken hat mich mal eben eingesaugt. Gönnen wir ihm den Spaß? Aber mich dann einfach so über den Rand auskotzen, ist keine Etikette. Verdammt, den wollte ich einsammeln. Müsste ich halt so ausschalten, Pikachu. Das war gerade extra für euch noch so eine Akrobatennummer, ne? Dass wir uns übereinander rübergehüpft sind. Das war reine Zucker. Guckt Dumbo! Dann wisst ihr, was das ist. Eine faule Ausrede! Fünf, tausend. Time to duel. Ist mir doch egal, ob es der Gegner 4000 heilt oder nicht. Was der erste Vierer, den ich im Prinzip fast besiegt hätte, hätte ich nicht Nebelalarm gehabt. Okay, jetzt reicht's. Wir kämpfen jetzt auf meinem Territorium. Mir Wurst, Selibi. Ich hab dich schon mal besiegt. Ich lass mich doch jetzt nicht hier von dir verkackt äumeln. Nein, Conor, nicht schon wieder diesen Move. Oh, der geht immer in eine Richtung, die ich in die... Nein, böse Richtung. Böse? Nein, Conor. Besser, Conor. Bist du gut, Conor. Soll ich nochmal deinen Namen sagen, Conor? Ich glaube, die Leute können es mittlerweile nicht mehr hören. Ist mir aber egal. Meins. Und schon allein deswegen muss der Charakter, mit dem ich spiele, weiblich sein. Dass ich mich mit denen einfach besser verhalten kann, während ich hier falsch spiele. Außerdem gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe, sie nicht treffen zu lassen. Sagt er im Moment des Todes. Ich muss mal kurz die Gruppe anpassen. Wen nehmen wir denn sonst da immer mit? Verheerung klingt ein bisschen böse, aber nehmen wir mal Pokémon Schwert. Hast du eigentlich Scheiß drauf? Na, was soll's? Wir haben ja. Es rennt ja nicht weg, das Celebi. Also doch, tut's, aber. Bereit? Los!
Scheiße. Ja, sehr schön. Hast du den dummen Lipstick? Warte mal kurz. So, Problem erledigt. Ich hätte mir eine bessere Auswahl an Dings suchen sollen. Ja, richtig. Man darf dem hier keine Sekunde Ruhe gönnen. Weil sonst sowas passiert. No! Damn it! Damn it! Meins mal wieder. Gut, jetzt kann ich auch Celebi mitnehmen. Auch wenn es gerade auf Schatzsuche ist. War es auf Schatzsuche? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, ich weiß, was die Eule gesagt hat. Der schon wieder. Ja. Yahi! Wie ist denn das Zeitlimit? Weiß das noch jemand? Bereit? 1,30, okay, kein Problem. Der ist aber groß geworden. Der Lippenstift. Gewonnen. Was auch immer, Yoshi, was auch immer. Und das Ding mal wieder. Warum habe ich den überhaupt normal besorgt mir? Weil da ist er ja wieder. Hätte ich mir sparen können. Oh Gott, ey. Einmal nach Osten, einmal nach Süden und nochmal nach Süden. Ah, ich sehe den geheimen Pfad schon. Meister Luigi. So, jetzt gib mir aber bitte hier mein A-Team zurück, ja? Achso, ich brauche wieder Nebelschutz. Na, in dem Fall, einen Nebelschutz. Ich glaube, das liegt in dem Wald, in dem wir sind. Ultrasen ist schneller, Nebelalarm, also alles egal. Was ziehst dich an wie Waluigi, aber du bist nicht Waluigi. So viel dazu. Hätte einfach grün sein können. Oder schwarz. Gibt es einen schwarzen Luigi? Wahrscheinlich nicht. Deswegen war er lila, weil darum. So, Süden und dann ging er einen Weg nochmal nach Süden. Woodman. Spezial unten. KP auf 0. No. Eieiei, bin ich weit unten. Ich renne jetzt hier mit dem Schwein durch, auf zu nerven. Ja, trotzdem. Jetzt erst recht. Ist das ein Dreier? Steht nirgendwo mehr, ne? Verdammt. Zwei Mecha-Man. Die sind langsam vor. Nein. Mann, Woody. Tau. Bye. Bye. Zweier, okay. Deswegen relativ simpel. Ich soll mal nach Süden gehen. Ja, was für nach Süden? Das ist nicht Süden. Oder ist im Süden? Ich gehe erstmal nach den Norden, da ist noch so voll die geile Geist. Smeralda. Ohne S. Ba, 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 ba. Chavera Schaden für alle. Soll er doch machen. Mir doch Wurst. Aber ich will Palutena nicht haben. Bereit? Los! Okay. Ich will Palutena hauen.
fortsetzen? Ja. Das lässt sie mal schön stecken, Fräulein. Feuerst Corrin nicht einfach so in die Stratosphäre. Bereit? Nicht ungestraft. Los! Nein! Niederlage. Jetzt hab ich Corrin in die Stratosphäre gefeuert. Nee, noch nicht mal, zum Erdkern. Revanche. Okay, Plan, springen und dann runter. Wir machen quasi einen Stecher nach unten. Und diesmal bitte auf der Plattform und nicht daneben. Bereit? Alles klar, Corrin? Okay, das waren jetzt mehr Seitenstechen, aber ist egal, hat auch geklappt. Zweimal gegen das Ding verloren, wie peinlich. Naja, passiert.